Hallo Simon, schön, dass ihr eingeschaltet auf MA Games TV. Heute um ein neues Video. Und zwar geht es heute um Pokémon-Karten Opening. Oh yeah! Wir machen heute mein kleines erstes Opening-Pack auf. Und mir geht es auch schon ein bisschen besser. Nur so zur Info, ich habe ja letzte Woche einen Nerv hier eingeklemmt und bin ein paar Tage recht flach im Bett gelegen. Aber zum Glück ist wieder gut verheilt und ich bin wieder am Start, wieder für Videos machen. Für euch natürlich. Und heute geht es um Pokémon-Karten. Da brauchst du ein bisschen den grossen Hype und so. Ich war auch immer ein bisschen in diesem Fieber gewesen, aber ja, jetzt machen wir ein bisschen Packs auf. Und zwar der erste schöne Starter Glurak Set. Ein standardmäßiger und noch ein paar Boosters dazu. Das sind unsere Set und unsere Boosters. Und da haben wir noch ein ganz schönes Booster dazwischen. Und zwar das Flammende Finsternis. Ganz geil. Und noch jetzt haben wir hier fünf andere verschiedene, die man kann auch standardmäßig kaufen kann. Jetzt sagen wir, fangen mal mit dem Starter-Set an, was hier alles drin ist. Und das schauen wir uns natürlich jetzt mal an. Glurak gehört auf jeden Fall zu meinen Lieblings- Pokémons, also meine Liebsten, schreibt mir sonst gerne in die Kommentare euer Lieblings-Pokémon auf. Meine ist auf jeden Fall der Mr. Glurak. Jetzt gehen wir auf die Seite. Also, schau mal, schön der Glurak. Haben wir da mal eine schöne Karte. Ist das holomässig? Jetzt mal an. Möglich ist, da ist noch der Code da für auf Pokémon.com. Und dann Review, den muss ich mal anschauen. Jetzt haben wir hier Special Condition, was ihr könnt, Turning, Spielanleitung mit den Punkten. Da ist noch das Ganze beschrieben, wie es Spiele geht. Das wäre natürlich auch noch geil, wer mal Lust hat zum Spielen, schreibt es gerne rein. Ich werde dabei, und wir haben hier auch ein Poster. Schau mal hier, ein Poster, ey, wie geil ist das? Hängen wir uns auf, oder? Ah, da mit dem Set, genau, wo man kann drauflegen und draufspielen. Coole Sache. Startermäßig das Ganze. Mit dem schönen Glurak-Coin. Der sieht ja ganz geil aus. Und dann starten wir mit dem Starter-Set, was da alles drin ist. Was wir jetzt eben überall finden, sind eben auch in den normalen Läden, dass Karten auf Englisch sind. Was natürlich rennt tendenziell, wenn man etwas Gutes findet, mehr Wert hat. Wenn wir jetzt Energiekarten für, oder? Für Edition, Trainerkarten und der Lugia. Fällt schon mal schön an. Ah, und der Glutexo. Slugma. Weiterentwicklung vom Slugma. Haben wir wieder ein paar Trainer. Ah, der schaut. Glumanda ist auch dabei. Also haben wir schon mal die ganzen drei Trainerkarte für Trainer. Trainerkarten. Dann haben wir wieder ein paar für Pflanzen, für Trainer. Dann haben wir auch zweimal sogar. Zweimal die gleiche Karte, okay. Dreimal sogar. Ja, zweimal die gleiche wieder. Trainerkarten auch Glück. Glumanda haben wir auch genug. Oh, Sudowoodo. Glutexo auch zweimal. Okay, das fand ich auch. Schon mal doppelmäßig gut an. Ja. Jetzt alles doppelt reinhauen. Wer braucht schon so viele doppelte Karten? Das ist das dritte Mal, Kollege. Okay, vier Glumandas. Okay, nochmal ein Glutexo. Nochmal. Und nochmal der. Und, ah, schau, da haben wir jetzt die normale Karte. Da sehen wir eben, die ist schon holomäßig da. Oder glänzig. Sieht schon ganz schön aus. Sieht man es überhaupt? Aber okay, Starter-Set mit doppelten Pokémon. Okay. Was kann man dazu sagen? Ist das ein gutes Starter-Set oder ein schlechtes? Ich weiß nicht. Dann sparen wir uns das letzte auf. Flammende Finsternis, das ist wohl das beste Booster-Päckchen. Fangen wir mit dem an. So eine schöne verarbeitete Münze hier. Ganz schön gemacht. Und die ist auch
glänzig, ja. Und da ist auch wieder der Code drin. Da muss ich mal schauen. Trading Card Online. Das Ganze läuft. Fangen wir mal an, natürlich ein Pikachu in der. Der Code kommt auf die Seite. So. Energy Card nochmal. Geistmäßig etwas drin. Der Krokok. Krokorok. Extra Deal. Okay. Trainerkarte. Pineco. Pixie. Die sind auch englische Versionen, also englische Karten. Ja. Mute. Ja, die neue kenne ich gar nicht. Oh, was haben wir da? Rainbow Celebi. Schön Design. Schön farbig. Der letzte Teraxion. Okay, hier haben wir sicher mal eine schöne Karte. Jo, schauen wir mal, den bekommen wir nicht mehr auf. Also. Oha, jetzt habe ich gerade falsch aufgelegt. Aber okay, der Englisch in V-Form. Ganz schöne Karte. Aber ich würde sagen, jetzt vielleicht wertmässig 2 bis 4 Franken, je nachdem. Jetzt habe ich die schönste gerade oben drauf da. Gerade eine zu viel rausgenommen, aber okay. Devot haben wir da. Trainerkarte. Trainerkarte. Chimea. Bissl, den haben wir jetzt auch schon. Beldun. Milky Mary. Und oh, Kokovai! Exegutor, schau mal. In Holomässig. Die sieht geil aus. Richtig gut. Richtig gut. Also, da haben wir ein schönes Päckchen gezogen. Zwei gute Karten. So, machen wir diese auf hier. Mal schauen, was uns hier erwartet. Da haben wir drei schöne Boosters. Da haben wir auch in glänzig Form. Der Raikusa. Raiguasa. Und vier schöne Päckchen. Machen wir diese zuerst auf. Und der Code auf die Seite. Eine Energie Grün. Haben wir etwas Pflanzenmäßiges drin? Luxio. Durant, amazing. Palossand. Surskig, völlig unnötiges Pokémon. Und der Stufful, ey, schau mal, wie herzig er wird. Immer herziger, Mann. Smogon, Koffing, geiler Name. Das Müsli. Der Shinx. Und, ui, schau mal, der Chetot in Holo. Richtig schön, schau, schöne Karte. Und der Whiscash. Whiscash. Aber die richtig schöne Karte. Lucky Magic. Machen wir uns das nächste auf, würde ich sagen. Was ist das? Energy? Dunkel, Wasser. Der Bivor. Bivor. Pelosand. Trading Card. Honedge, so führig das Pokémon. Ich verstehe nicht, wie die auf so Ideen kommen. Vielleicht ideenlos oder so, keine Ahnung. Ich mache einfach eine Kerze, Mann. Die erste Generation war einfach so geil gewesen, Mann. Und dann keine Ahnung, was ich noch. Oh, Sichlor, gut, die habe ich schon. Aber ich muss sagen, ganz schönes Design von ihm, ganz geil. Und der Spirit Bomb. Keine Ahnung, was das für eins ist, Mann. Aber Dark Holo, oder? Ganz schön. Und, ui, Stone Junior, das ist wohl von der ganz neuesten Generation. Habe ich leider noch nicht gespielt, vor allem Schwert und Schild. Vielleicht kennen die sie. Sage ich, kennen sie leider noch nicht so. Das
das? Was ist das, Kollege? Was ist das? Okay, ja, nicht mehr. Wasser, Trainer Olena, Twin Energy, der Heliosk, Heliosky, Sandy Guest. Keine Ahnung, was ich darstellen soll. Einfach Sand kannst du mit einer Schaufel auf dem Kopf. Rollicall. Der Stonky, die sieht geil aus. Clefairy, Shining Fingers, Magical Shoot. Voltoball. Und Smogon in Dark Holo ist das, ja? Sieht schön aus. Und der Spiribomb, aber normale. Ja. Normale Version. Okay, hier kommen wir schon zum letzten Päckchen. Flammende Finsternis. Ich hoffe, da ist etwas Geiles drin. Nehmen wir mal. Eine Energy in Fire. Yellow-Tröte. Beide aktiven Pokémon sind jetzt verwirrt. Die sind jetzt auf Deutsch da. Relicant, einfach ein Fisch. Sonnenfell. Pantimos, Galar Pantimos. Fritzeblitz, Dumiesel, schon die Namen. Dumiesel, wieso? Wieso gibt es so komische Namen? Frubbel, da sieht man richtig, sieht aus, animiert, die Karte. Und der Webarak, Spinne. Und am Schluss haben wir noch. Da, Peskragon, Urzeitgesetz, einhämmern. Die sieht auch schön aus. Wasser. Und das letzte, der Hydragil. Okay. Easy peasy, kleine Päckchen gewesen. Doch noch zwei, drei schöne Karten drunter. Auf jeden Fall. Ja, nicht schlecht. Ja, liebe Leute von heute, das war schon von diesem kurzen kleinen Opening Pack Pokémon Video. Das erste Video mache ich dazu, zum ganz ein bisschen reinkommen. Ja, ein paar schöne Holos geholt. Doch noch ein paar schöne Karten. Auf jeden Fall nicht schlecht. Ja, ich bin halt auch in diesem Pokémon Hype Sucht drin, auf jeden Fall. Schau auch gerne anderen Streamer dabei zu. Macht schon Spass auf jeden Fall, wenn man auch ein Pokémon Fan ist, ganz klar. Es wird noch ein weiteres Video geben, wie ich demnächst noch eine Karte auch von mir wird raten lassen, und zwar eine Macho Mai Karte von der ersten Generation, auch holomässig. Wenn ich sie nachher zurückbekomme, dann werde ich das Video natürlich zusammen machen und zusammenschneiden und für euch aufladen. Mal schauen, was die auch wert hat. Hat eigentlich einen sehr guten Zustand, also könnte es ein gutes Rating werden. Mal schauen, falls euch das Video natürlich gefällt oder ihr wollt vielleicht mehr Openings sehen, schreibt gerne einen Kommentar, hinterlasst einen Daumen da, abonniert zuerst gerne unseren Kanal und wie immer, danke fürs Hinschauen, schaut auf euch, Kuss geht raus, Peace.